Hallo, meine Lieben, das ist die Kartenlegung für morgen, den 14. Dezember. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich musste gestern eine kleine Pause einlegen. Nach Tagesbotschaft ging es nicht mehr weiter. Ich habe ein Video gedreht und habe festgestellt, ich habe den Video überhaupt nicht eingeschaltet. Besser sagen, ich habe erzählt und erzählt mit Herzblut und den Video nicht aufgenommen. Ja, es hat ein bisschen heute länger gedauert, dass ich überhaupt anfange, Videos zu drehen, weil ich habe eine völlig agile Katze und die ist voller Power und möchte Quatsch machen. Und ja, bevor sie hier turnt über den Tisch oder irgendwelche Quatsch macht, jetzt überlegt sie, was Neues macht sie anstellen, musste ich sie ein bisschen auspowern sozusagen. Ja. Wir fangen an. Wie immer ist es eine Kollektivlegung, das bedeutet, es kann passen oder auch nicht. Bitte schau dir das genau an. Schau dir an, was sozusagen du siehst hier. Nimm das mit, was dich berührt, was nicht berührt, lass es sein. Ne? Es ist wirklich, hier geht es um Reflexion. Reflektiere dich, nachdenke, nimm Impulse, Anregungen zum Nachdenken. Unser Leben oder unsere Situation verändert auch nur dann, wenn wir auch mit uns auseinandersetzen. Wenn dein Wunschpartner ist noch nicht da oder auch der Partner ist nicht zurückgekehrt oder wie auch immer und dann trotzdem er kommt zurück oder auch was Neues kommt, dann kannst du sagen, ich habe mich weiterentwickelt, ich entwickle mich weiter. Und darum geht es, wir entwickeln uns weiter. Diese Probleme, Schwierigkeiten, die wir erleben, die sind natürlich nicht einfach und nicht angenehm, aber es ist unsere Herausforderung, denn wir müssen wir uns stellen. Wir können nicht drum herum. Es gibt eine wunderbare Geschichte, das habe ich schon in einem Video erzählt. Das hat mir ein Lehrer mir mitgeteilt, sozusagen uns allen mitgeteilt, und das ist eine tolle Geschichte. Das geht eigentlich um Weglaufen vor der Welt. Ne? Und er hat erzählt in dieser Geschichte, ein Mann, also ich umleite, um auf mich passend, weil das ist eigentlich auch eine Farbe oder Legende sozusagen, ein Mann hat undankbare Kinder, erwachsene Kinder, die sozusagen sind Rotznasen, Frau, die ganze Zeit nörgelt und dann sagt, ja, ich bin unglücklich in meinem Leben, ich ziehe mich von dieser Welt zurück, ich gehe irgendwo auf, was weiß ich, wie in Deutschland wäre, Schwäbisch Alb oder irgendwo, wo mich zurückziehen kann und mache mir neues Leben, weil ich komme hier nicht weiter. Also lebt er irgendwo auf dem Land und merkt, hey, ich habe Mäuse im Haus, also kleines Häuschen, irgendwo verlassenes Bauernhof. Hey, ich habe Mäuse im Haus. Also besorgt er sich eine Katze. Natürlich, die Katze muss verpflegt werden und gefüttert werden. Also besorgt er sich, überlegt, okay, ich bräuchte vielleicht Kuh oder wie auch immer. Also das ist eigentlich nach Legende. Deswegen mache ich das ein bisschen anders, aber dass du Sinn verstehst. Also besorgt er sich Kuh. Natürlich bräuchte man Stall, bräuchte man Weideflächen und so weiter. Und dann jemand kommt zu ihm vom Dorf in der Nähe und sagt, hey, du hast so viel Arbeit. Ja, hol dir doch eine Frau, die dich unterstützt und in sozusagen auch versorgende Tiere und so weiter. Also holt er die neue Freundin oder neue Frau und ja, ist sie schwanger. Und dann erkennt er, ich bin von einer Art Problem weggelaufen, also von undankbaren Kindern, sozusagen Kinder, die waren sozusagen verwöhnt und dachten, dass es alles denen recht steht und Frau die ganze Zeit nörgelt. Und jetzt habe ich dieses selbe Problem wieder da. Ich habe eine Frau, Kinder und ganz viel Arbeit. Und das ist auch die Moral der Geschichte. Wir können nicht weglaufen von unseren Herausforderungen. Auch wenn du jetzt irgendwo ganz zurückziehst von der Welt. Du kannst nicht verschließen, Augen der Welt. Die kommt und klopft bei dir an der Tür. Weil du brauchst irgendetwas. Und weil er bräuchte die Katze für seine Mäuse im Haus sozusagen, um die Kuh, um die Versorgung, also Milch zu geben und sich selbst versorgen und so weiter, ist er wieder mitten in den ganzen Geschehen, den ganzen Problemen. Und so ist das Leben. Nicht weglaufen, stellen den Herausforderungen.
Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe auch manchen Phasen in meinem Leben gehabt, in denen ich ganz einfach wollte, mich zurückziehen von Gott und der Welt. Aber manche Probleme muss man stellen. Es gibt manche Probleme, die vielleicht nicht du kannst jetzt stellen, aber nicht weglaufen. Weil sonst klopft sozusagen das Leben wieder vor die Tür, egal wo du dich versteckst. So. Natürlich, wie immer, ich gendere nicht. Liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Vielen Dank, dass ihr auch kommentiert. Das tut mir nicht nur sehr gut und ich sehe als Wertschätzung meiner Arbeit, dass ich euch berühre, sondern auch, das ist auch Absicht. Ich möchte, dass ihr berührt, dass ihr euch entwickelt, bei euch etwas vorangeht in eurem Leben. Und natürlich, dass ihr euch stellt auf euren Herausforderungen. So. Also fangen wir an. Die drei Karten, die mitteilen, wie geht es uns morgen? Oder was sind die sozusagen? Was ist in der Luft? So, meine große Kartenlegerin ist wieder da. Die erste Karte mitteilt hier, etwas wird stattfinden, plötzlich Unverhofftes. Ja, das passiert aber nicht mit angenehmer Sicht, sondern Unverhofftes, nicht missverstehen. Das kann auch sein. Mir hat jemand sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben. Für mich ist dieser Mensch wirklich ein Guru oder auch ein Lehrer, der hat mir sehr viel beigebracht. Und ich bin dankbar, leider, dieser Mensch ist verstorben. Und sehr hat mich wirklich vorangebracht in meinem Leben. Hat etwas Interessantes erzählt. Wenn wir haben einen schlechten Tag, dann eine Tasse, die geht kaputt morgens. Kaffee. Ich bin Kaffee-Junkie, kennt ihr selbst wahrscheinlich auch, oder Tee. Aufsteht, man geht, macht Kaffee, die Kaffeetasse geht kaputt. Und man fast bricht zusammen wegen dieser scheiß Kaffeetasse. Weil man diese Anspannung, dieser Stresszustand über sehr lange Zeit ist hoch gewesen. Und dann so eine Kleinigkeit, ja, kann zum Heulen bringen. Und wenn man einem gut geht, dann sagt, okay, Scheiße um die Tasse, meine Lieblingstasse, aber jetzt kann ich neue Tasse kaufen. Jetzt kann ich mir neue Lieblingstasse besorgen. Da kaufe ich mir was Besonderes. Und wahrscheinlich kennt ihr auch in eurem Leben, es gibt so beschissene Tage, die fangen schon scheiße an. Und dann braucht man diese Tasse. Und dann im Laufe des Tages noch irgendwas passiert, dass man sagt, am besten hätte es nicht so im Bett geblieben, dann wäre das alles nach dem Motto nicht passiert. Also Vermeidungstaktik. Und hier kann passieren, dass morgen etwas passiert, Unverhofftes. Es kann auch diese dämliche Tasse sein, was für dich ist scheiße. Und dann machst du dir Gedanken über, was alles sozusagen alles schief läuft. Manchmal brauchen wir das auch. Manchmal müssen wir auch analysieren, was ist schief gelaufen. Natürlich bei sowas wie bei Tasse, das passiert uns allen. Und immer wieder, und bitte nicht zu hoch werten. Seid ihr nicht so streng mit sich selbst. Es passieren manche Dummheiten, manches Ungeschicke und es passieren manchmal auch dumme Dinge, die man in dem Augenblick nicht beachtet hat und dann muss dann revidieren. Die Gefühlsebene ist das so, dass du wirst irgendwas beobachten, vielleicht dich selbst beobachten oder nach außen beobachten. Ich empfehle immer wieder, sich selbst zu beobachten. Es ist wirklich Achtsamkeit mit sich selbst. Wenn ihr seid achtsam mit eurem Körper, achtsam mit sich selbst, mit euren Gefühlen, mit euren Gedanken, werdet ihr merken, wie das alles bei euch auch verändert. Diese Selbstreflexion ist sehr, sehr wichtig. Zugang zu sich selbst, das können nicht alle haben, das weiß ich auch. Manchmal auch uns auch schützt unsere Psyche, unser Körper, weil wenn wir anschauen, wie uns geht, dann geht es uns noch schlechter. Aber Achtsamkeit ist sehr wichtiger Weg, allgemein seinen eigenen Kompass im Leben auszurichten. Egal, ob das ist berufliche Situationen, ob das ist mit Kollegen, ob das ist mit Menschen, Freunde, Bekannte, Schwestern, Brüder und so weiter. Und wir werden irgendwas morgen starten. Das ist gut. Ich empfehle nicht sofort morgen starten, weil momentan Sonne ist in Gandanta. Gandanta ist zwischen Skorpion und Schütze. Ich rede hier über vedische Astrologie, über siderischen Tierkreiszeichen. Und
Das ist keine gute Zeit, weil das ist sozusagen von Wasserelement. Wasserelement ist Skorpion und Schütze ist Feuerzeichen. Das ist ein, sozusagen, wie man nimmt etwas aus dem Kühlschrank und schmeißt in den Feuer. Das ist sehr viel auch Emotionen und sehr viel in Luft passiert dabei. Sozusagen, wir spüren diese ganze große Veränderung. Wartet vielleicht noch ein, zwei Tage ab. Und dann geh voran mit Start in deinem, was auch immer du startest möchtest, starten möchtest. So, wir machen weiter. Was sind die Energien morgen so? Es kann sein, dass es ein Bereich von diesen vier berührt dich oder auch keiner. Und es kann sein, dass es ist direkt und indirekt. Das bedeutet, direkt ist es wirklich, es betrifft dich persönlich und indirekt ist das so. Zum Beispiel, du gehst in Kaffee und du siehst jemanden Kuchen bestellen und du schaust an, oh, das ist so leckeres Käsekuchen oder Apfelkuchen oder Himbeer, was auch immer. Und das möchtest du auch. Und das ist auch so, dass du entweder beobachtest, was passiert bei anderen oder siehst bei dir selbst. Natürlich, wenn Personenkarten erscheinen, dann ist es was anderes. Das ist wirklich deine oder Herzensmenschen Energie. So, die erste Reihe für geschäftliches, berufliches, finanzielles. Das ist soziales, Freunde, Bekannte und alles, was dazugehört. Kollegen natürlich, auch Familie, Großfamilie. Die dritte Reihe ist die Liebe und die vierte Reihe ist das Schicksal. Also Unverhofftes oder auch wirklich, wo es mit oberer Macht etwas zu tun hat. Ich meistens versuche momentan alle Videos zu drehen, eins nach dem anderen und dann erst bearbeiten, hochladen. Das sieht man auch. Es ist so, dass ich momentan probiere eine App. Das hat mit Produktivitätszeiten für mich, mit meiner Person zu tun. Und ich, bevor ich überhaupt jemand etwas empfehle, möchte ich auch natürlich auch anschauen selber und sagen, jo, das funkt oder funktioniert nicht. Hier geht es um berufliche Sachen. Hier steht schon Beruf. Hier geht es um Entscheidungen zu treffen, aber man ist es ganz unklar, wohin es geht. Vielleicht vielen Informationen, vielleicht auch wirklich Blick, wohin es geht. Vielleicht auch wirklich den Kompass auszurichten. Man tippelt durch den Nebel. Und hier machst du darüber Gedanken. Es ist so, dass dieses Thema wahrscheinlich beruflicher Arbeitsbereich und auch geschäftliches, finanzielles, geschäftliches kann auch natürlich auch beruflich sein. Hier bekommst du eine Nachricht. Und hier bei dieser Nachricht, die eine sehr große Rolle spielt, die Zeit. Das ist positive Nachricht. Die ist wahrscheinlich sogar auf unterwegs schon. Aber hier Zeit spielt eine Rolle bei dieser Nachricht auch die Zeit. Möglicherweise entweder sie kommt etwas später oder auch früher oder wo du nicht gerechnet hast oder etwas mitteilt über Zeit. Zum Beispiel jetzt gerade geht es nicht oder wir müssen innerhalb von 3 Tagen oder also Zeit wird eine Rolle dabei spielen. Das Soziale. Hier geht es Blockaden im finanziellen Bereich und da gibt es auch natürlich auch nervliche Belastung, Flattern, Hektik, Aufregung und auch negative Emotionen. Ne? Wir sind dann nicht in unserer Mitte, sondern auch Kummer auch gewisser da ist. Darüber machst du Gedanken über finanzielle Blockaden. Also ich gehe wirklich, wenn ich gehe einkaufen und ich nicht mehr weiß, was ich an der Kasse werde bezahlen, das ist immer für mich eine Überraschung und kann das sehr gut nachvollziehen. Hier ist es aber so, dass du zum Glück auch wirst ein Gespräch haben oder eine Diskussion oder auch Disput, wo es auch Klarheit wird bringen. Bitte nicht missverstehen, wenn ich sage auch Streit oder auch Gespräch, das ist ganz einfach, zwei verschiedene Meinungen werden diskutiert. Hier geht es nicht um Streit, wo sozusagen
Fetzen fliegen, sondern eher auch normale Gespräche, wo ja, vielleicht man klarer bespricht, ne? Und man hat diskutiert über zwei verschiedene Meinungen. Ich sehe meine Katze, sie möchte in sauberen Wäschekorb. Sie muss jetzt warten. Ja, ich muss meine Katze immer wieder beschäftigen. Ich auch nehme wirklich sehr viel Zeit. Sie ist sehr, sehr anhänglich auf mich fixiert, weniger auf meinen Sohn oder auch mein Mr. M. Sie auch Riesentheater macht, wenn ich verlasse Haus, dann muss ich ja erklären, dass ich gehe einkaufen und ich bringe dann auch Leckerlis, ne? Weil wenn sie das nicht mitkriegt, dass ich auch etwas mit Tasche rausgehe, dann denkt sie, ich gehe ohne sie spazieren, weil ich sie sehr ängstliche Katze und ich muss mit ihr rausgehen und ich mache das gern, dass sie ein bisschen auch, und ich habe sehr kleine Wohnung, auch tobt und rennt und erlebt alles. Meine Katze hat ein bisschen, wie soll ich das sagen, soziale, oder sie ist nicht gut sozialisiert und das versuche ich nachzuholen. Und sie ist sehr ängstlich, das ist das Traurige bei dem Tier. Alleine traut sie vieles nicht und deswegen muss ich mit ihr auch vieles unternehmen. Und immer wieder beruhigen, alles gut und so weiter. So, jetzt bei der Liebe. In Liebe geht es um die Sehnsucht oder Aufbruch. Irgendwo, man möchte irgendwo nachgehen, etwas nachgehen sozusagen. Du machst dir Gedanken gewisserweise über Neubeginn, was es noch nicht spruchreif ist. Oder auch hat auch mit Kind zu tun, Geheimnis über ein Kind. Kind, das kann dein eigenes Kind sein, aber auch vielleicht jemand, der jünger ist oder im Kindesalter ist. Und hier geht es um ein Geheimnis. Und gewisserweise hast du auch Sehnsucht. Es ist so, dass es hier wird stattfinden, Veränderungen im familiären Bereich. Veränderung für mich ist immer positiv. Man auch deutet immer positiv, dass diese Sehnsucht wird erfüllen, dass du irgendwie vielleicht veränderst irgendetwas im Familienbereich oder es stattfinden Veränderungen im Familienbereich von außen. Dass irgendwelche Situation sich sozusagen verbessert sich. Das Schicksal teilt uns mit. Ich hoffe, man sieht es. Hier geht es um irgendwas nicht so Schönes, aber hier geht es um Gedanken über plötzliche Ereignisse im Haus. Die Sense schaut aber in den Fuchs und der Fuchs schaut in der Sense. Also ich hoffe, dass es neutralisiert. Es ist so, dass hier geht es auch um Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit, Tricksereien. Also es ist nicht alles so ganz glatt. Natürlich, es ist auch kleines Betrug und so weiter. Ne? Aber hier geht es, Gedanken machst du über irgendwas, passiert daheim, in Familie, in den häuslichen Bereich, vielleicht etwas Unverhofftes, Plötzliches, Unangenehmes, was für dich als unangenehm sein. Bitte nicht missverstehen. Übrigens, ab jetzt ist der Merkur rückläufig. Bitte keine Verträge machen bis zum 2. Januar. Ich mache absichtlich noch ein Video die kommenden Tage. Ich muss das wirklich mich nachtreten diesbezüglich. Und hier, ja, hier wirst du dir Gedanken darüber machen, wie du das löst oder allgemein. Und es ist so, dass du wirst über für lange Zeit, für mich bis zu einem Jahr, einen Kompass ausrichten. Also im wahrsten Sinne des Wortes, du wirst überlegen, wie es ist in kommenden Monaten oder auch innerhalb eines Jahres, wohin du schaust oder wie du mit diesen Situationen umgehst. Und hier ist ein Betrug, etwas nicht ganz Ehrliches, irgendwelche Lügen. Na, vielleicht bringt es dadurch auch Spannung in deinem Familie oder im Haus oder etwas Unverhofftes, Unschönes passiert. Wo du machst dich Gedanken darüber. Und du wirst wahrscheinlich auch überlegen, wie du das diesbezüglich verhältst. Das muss ja auch nicht dich betreffen, das kann auch zum Beispiel betreffen irgendwas außerhalb deines Hauses, zum Beispiel Schwierigkeiten unter Nachbarn oder sowas in der Art oder ja, passiert immer wieder, dass irgendwo Zusammenleben nicht einfach funktioniert. So. Ich hoffe, euch hat gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Ich werde noch weitere Videos drehen, gucke nach der Zeit, wie das läuft. Auch heute werde ich auch drehen die Shorts. Es ist bei Shorts, es ist ziemlich lange zusammenschneiden. Es kann sein, dass es kommt spät. Oder ich auch die auch veröffentliche sozusagen erst morgen oder auch spät abends.
die Shorts. Aber ich wünsche euch wunderbare Zeit. Bleibt gesund, bleibt in eurer Mitte. Macht das Beste aus dieser Situation und bald ist die Weihnachten, bald ist auch der Advent, eins nach dem anderen. Bis bald.